begrüße euch in meiner Traumdeutung. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Wir Menschen haben Träume. Oft hat es überhaupt keine Bedeutung, weil unser Gehirn bearbeitet die täglichen Eindrücke. Manchmal haben wir wichtige Träume und das ist Botschaft für uns und wir können diese Träume auch deuten. Die Bilder selber entstehen von Neptun-Energie und unser Mond leitet das weiter. Mond beeinflusst nicht nur unsere Gefühle, sondern auch unsere Träume. Die Traumdeutungen veröffentliche ich immer anonym mit Nicknamen. Und jetzt habe ich ein E-Mail erhalten von Sonnenschein und ich lese das vor. Das ist die Traum von Sonnenschein. Ich war alleine bei einem Einkaufsbummel unterwegs und betrat verschiedene Geschäfte. Doch plötzlich befand ich mich in einem Raum, der nicht mehr so aussah wie die anderen Verkaufsräume, sondern wie ein Schlafzimmer. Als ich das bemerkte, fiel die Tür zu und ich war eingesperrt. Irgendwann kam ein dicker Mann herein, der unten nackt war. Er sagt, ich wäre jetzt sein Sklavin und müsste ihn und seine Freunde und alle Fantasien erfüllen. Er würde mir jetzt erstmal zeigen, wie es richtig geht. Ich fühlte mich dem ausgeliefert und schmutzig. Am schlimmsten fand ich, dass ich die anderen Männer, die dann kamen, kannte und auch dass Frauen dabei waren und dabei zuschauten. Ich hatte Angst, sie würden das überall erzählen. Eine Frau kam zu mir, lachte mich aus und sagte zu mir, du bist selber schuld daran, warum bist du denn auch alleine? Warum hast du keinen Mann? Er hätte dich beschützen können. An das Ende des Träumes kann ich mich nicht mehr erinnern. Vielleicht war das das Ende. Dieser Traum würde ich nicht unbedingt als Albtraum deuten, aber er war schon sehr nah dran. Wie würde ich diesen Traum deuten? Als erstes die Schlafzimmer. Als solche symbolisiert mich den intimen Bereich. Und diese Intimität beschreibt auch in gewissem Maße diesen Traum. Einerseits vielleicht die Sehnsucht nach einem Mann oder einer Berührung, aber nicht so, wie das dieser Traum zeigte, weil das war wirklich nah zu einem Albtraum. Das Traum beginnt mit Geschäften. Das bedeutet, der Sonnenstrahl verkauft ihre Seele nicht. Also man kann nicht vergleichen dieses Schlafzimmer oder diese Situation mit Geschäften. Das heißt, die unterscheidet sich. Das Raum sieht anders aus als wie die üblichen Geschäfte. Also das heißt für mich, dass sie sich nicht verkauft. Dann auch die intimen Bereich. Die Tür ging zu. Sie hat auch Ängste. Sie fühlt sich verschlossen, hat dabei auch Ängste, aber Sehnsucht nach diesem fehlenden Mann oder nach einem bestimmten Mann. Aber sie hat keine Interesse an diese Männer, die da im Traum erscheinen. Die dicke Mann sowieso nicht und die anderen Männer, die sie schon kennt, hat sie auch kein Interesse, weil sie möchte diese Intimität mit einem bestimmten Mann leben. Und dieser Mann soll sie auch beschützen. Also das sagt mir, der Wunsch ist aber da nach dieser intimen Sphäre. Aber wichtig ist, wer erfüllt diesen Traum? Wer erfüllt diese Wünsche?
Das, was sie wahrnimmt in ihren Umgebung, diese Männer erfüllen das auf jeden Fall nicht. Dann zeigt mir die Traum auch, dass sie Angst hat, ausgelacht zu werden. Dann zeigt mir die Traum auch, dass sie mag das nicht, wenn es über sie geredet wurde. Weil das sind diese Frauen, wo auch in die Traum erschienen. Das bedeutet eine gewisse Verschlossenheit, nicht zum Öffnen wollen, auch Frauen gegenüber nicht, eine unbewusste Angst, ausgelacht zu werden oder zum Gespräch zu kommen. Diese Verschlossenheit ist aber eine gewisse Art Schutz auch, weil sie hat die Entscheidung getroffen für sich selbst. Sie verkauft ihre Seele nicht. Sie schenkt ihre Körper nicht an niemand, sondern diese Körper, die Sexualität für einen bestimmten Mann verschenkt. Sie schenkt das zu einem bestimmten Mann. Und dieser Platz kann keine andere annehmen. Und solange, bis diese große Liebe das erfüllt, haben andere Männer überhaupt keine Chance. Also wenn ich das zusammenfasse, könnte ich sagen, Geschäft, Kompromisse einzugehen, das will sie nicht. Die Traum zeigt aber die Schlafzimmer an, das heißt eine innere Sehnsucht nach Liebe, aber auch nach Sexualität. Die Männer, die da erscheinen, erfüllen das nicht. Und die zeigt auch Verschlossenheit. Verschlossenheit, die geschlossenen Türen. Aber ein gewisse Ängste ist dabei. Angst, zum Gespräch zu kommen. Angst, ausgelacht zu werden. Angst, dass andere Männer kommen, wo sie eigentlich gar kein Interesse hat. Und dass die Wunsch auch mal nach Liebe, nach Zärtlichkeit auch, Angst, dass es nicht zur Erfüllung geht. Aber ich würde sagen, dabei das zu glauben, dieser Traum, vielleicht das Überwinden dieser Ängste und daran glauben, dass diese Liebe und auch die Sexualität zur Erfüllung geht und dass man das nicht verschenkt, dass sie ihre Körper nicht verschenken soll, sondern dieser eine bestimmte Mann wird sie glücklich machen. Und dann kommt nicht dieser Albtraum, sondern das wird ein Traum sein. Ein Traum. Und auch dieser Wunsch, dieser Mann soll sie auch beschützen. Sie hat das zwar nicht selbst ausgesprochen, aber die im Traum, die Frauen haben das vermittelt. Also dieser gewisse Schutz wird auch zur Erfüllung gehen. Also im Träume, also nicht in diesem Albträume, aber im Träume zum Glauben. Und so würde ich diesen Traum deuten. Und ich bedanke mich auch für diese E-Mail, auch diese Anvertrauen, aber auch bedanke mich auch für das Zuschauen. Eure Dendera.